Wir schauen jetzt mal, wie viel Geld wir kriegen nach dem Tag. Ja? Dann können wir entscheiden. Ich meine, die Mühle kostet nur 2.500. Ja, das ist ja nix. Also, es ist wirklich nicht viel. Ne? So, ich bin im Bett. Jetzt schon? Wir haben vorher erst 8:30. War ein anstrengender Tag, weißt du, das Kloppen in der Mine ist noch in meinem Rücken. Das... Ja. Soll man schätzungsweise an die 20.000 haben. Locker. Und jetzt kann ich theoretisch beides machen, würde ich sagen. So. Stoff haben wir. Glaube ich. 4 Stück, ja. Das wuchernde Unkraut hat auf unserem Hof Schaden angerichtet. Was willst du jetzt, Lea? Hallo Jules, LP. Hast du diesen Nachmittag Zeit? Ich habe mich endlich dazu überwunden, meine Kunst heute am Stadtplatz zu zeigen. Komm so zwischen 15 und 17 Uhr vorbei, wenn du dabei sein willst. Ich habe eine Mahnung. Ja, ich habe Emily vor der Tür. Guten Morgen. Dir scheint es gut zu gehen. Die Farm sieht super aus. Ja. Also, du bist schon eine Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast, richtig? Den für die Nase, nicht für Kleidung. Nein. Dann wusstest du, dass du mit dem Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist der Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine auf meinem eine vor mir sitzen, also eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Und mich auch. Du kannst jetzt auf Emilys Nähmaschine zugreifen. So. Um mit dem Schneiderhandwerk zu beginnen, benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere rum und schau, welche einzigartigen Stile es gibt. Siehst du, Jules, das ist nämlich der Vorteil, wenn ich hier an den Frauen rumschraube, weißt du? Was ich nur mal gesagt habe. Ja, ich bin doch auch eingeladen worden. Ach, der Herr ist auch eingeladen worden, weißt du? Klar. Weißt du, ich komme hier in die Träume, ne? Mach hier den Freddy Krüger. Und der Herr Jules ist auch eingeladen worden. Wo haben wir denn die Batterien hingelegt, Jules? Ich weiß nicht, aber kümmerst du dich um die Mühle? Wie um die Mühle? Ja, um die Mühle. Weißt du, eine Mühle. Ja, aber wo haben wir denn die Batterien hingelegt, Jules? Ich weiß doch auch nicht. Ach, Jules. Ich muss doch einmal durchgucken. So, ich habe eine Mahnung. Hallo, entschuldige, ich bin nicht gut darin, Briefe zu schreiben. Ich habe einen Metallbarren zu viel gemacht und dachte, du könntest ihn gebrauchen. Clint, der Schmied. Ja, danke, ich Clint. Mitnehmen. Ich bin bei Clint, aber da macht er erst um 9 Uhr wieder auf. Jules, den hat er mir per Post geschickt. Per Hermes. Bestimmt. Ja, genau. Ich meine, das passiert mir öfters. Da machst du, ne, da kommt der Postbote und klingelt ich dann immer so, was ist denn? Ja, hier ist schon wieder ein Barren. Und dann hat er da so ein 5 Kilo Barren Gold. Goldspitzhacke mache ich jetzt. Ist das in Ordnung für dich? Ist das egal? Goldachs, Goldspitzhacke und Kupferhacke machen. Mach, wie du das für richtig hältst, Jules. Ich misch mich da nicht ein. Ich hab die Sachen schon. Ich fänd das unfair, wenn ich sage nö. Was macht der George? Ich hab eine Sequenz. Seufz! So seufzt man nicht. Wie soll ich an diesen Brief da hinten kommen? Aufstehen? Ach nee, warte mal. Wir kommen da, wer ist denn das? Die Penny, oder? Ich weiß nicht, kommt da noch was? Ich will da jetzt nicht reinquatschen, weißt du? Ich schaffe das, Herr Mulner. Wow, du bist ein großes Mädchen. Und dann schubst du das weg, oder was? Oder? Was ist denn mit dir? Hier, bitteschön. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich alleine bewegen. Für wie zerbrechlich hältst du mich? Sehr zerbrechlich? Da kommt noch was, Hussel. Jules LP, du hast uns beobachtet. Antwort habe ich. Das war sehr nett von dir, Penny. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen. Jetzt ist er beleidigt. Ich spaziere nur etwas herum und bin mit meinen eigenen Dingen beschäftigt. Also, das war nett von dir, Penny. Ich in Ruhe lassen oder ich spaziere nur etwas herum. Was meinst du, Fussel? Ich? Ich habe da keine Meinung zu. Chat? Ich halte mich da raus. Also wenn ich da was falsch sage, bin ich wieder schuld. Mm-mm.
Weiß nur nicht, ob der Chat jetzt mitgekommen ist. Ist der Chat mitgekommen? Schalt mich auch raus. Dann spaziere ich nur etwas herum und bin mit meinen eigenen Dingen beschäftigt. Bin ich auch. Das ist, denke ich, eine ehrliche Antwort. Ja. Ich sehe schon. Ja, super. Hopp, George, sei doch nicht so traurig. Komm, George. Seufzt. Es tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Ja, ja, ja. Wir wissen, wie du bist, George. Passt schon. Widerlicher Mensch. Eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Eigentlich. Schon in Ordnung, Herr Mulner. Ich verstehe es. Tschüss. Garten Ideen hat auch kurz nicht aufgepasst. Ich bin übrigens wieder an Bord. Und ja, kann ich weiter besabbeln? Ja. Gut. Andere Geschichte, hast du dich um die Mühle gekümmert? Nein, ich habe mich um die Tiere gekümmert. Das war mir viel wichtiger. Weil du hast sie ja wieder ignoriert. Ja gut, dann hole ich jetzt... Jules, mach du das mal. Das ist schon okay, wenn du das machst. Denke ich auch. Ich weiß nichts mehr, wie viel Holz und wie viel Stein. Ach, wir haben bestimmt genug. Nimm einfach mit. Eben. Ich denke mal, so 200 Steine werden reichen. Stimmt. Jetzt wäre fast ein Huhn erschlagen worden. Die Hühner. Das Geräusch ist so lustig. Aber nicht, dass die morgen um 7 Uhr hier wieder hämmert wie die Blöde, ne? Dann rast nee, dann rast die aus, dann klatscht hier eine. Das sage ich hier schon. Das ist auf jeden Fall machsvoll. Beste. Er gibt mir schon wieder Geld aus. Vielleicht habe ich einen reisenden Händler gefunden und eine seltene Saat gekauft. Dass ich das nochmal miterleben darf. Was, dass ich Geld ausgebe? Ja. Hallo. Ich brauche eine Mühle. Wir haben doch eigentlich gar keinen Platz mehr, ne? Nicht. Nicht viel zumindest. Aber ungünstig. Ich baue es da in der Nähe vom Silo irgendwo hin, oder? Ja, solange du den Hühnern nicht so viel Platz wegnimmst, geht das. Weil das Silo selber brauchen wir ja nicht sehen. Unbedingt. Also ich glaube, du bist dann damit zufrieden, weil die fängen dann morgen früh es arbeiten an. Um 7. Weil jetzt hat sie ja keine Zeit mehr, weißt du? Ach, nee. Und ich brauch doch meinen Schlaf, weißt du? Und dann beschweren sie sich wieder, weißt du, wenn ich dann grantig werde. Weil ich da durch so ein ekelhaftes Gehämmere aus meinem Schönheitsschlaf gerissen werde. Dann ist wieder, oh, du hast immer so schlechte Laune, weißt du? Reiß dich mal zusammen. Richtig. Kann man nur so wehleidig sein. Hast du eigentlich heute Milch gekriegt? Nee. Hau doch. Ich hab alles doch, oder? Ja, Milch habe ich ja bekommen, ja, glaube ich. Ja, ja. Ich hab's schon gesehen. Ich mach wieder Kars draus, weißt du? Ach so. Ja, aber verkauf den nicht, ne? Nee. Wir brauchen gut. Pizza. Auch wenn der Chat das verlangt, das ist mir egal. Wir hören da einfach nicht drauf. Weißt du, die hören uns ja auch nur bedingt zu. Na, haben wir ja gerade wieder festgestellt. Der Jules hat eine Frage, der ganze Chat so, hä? Was? Ihr spielt? Ach so. Weißt du? Ja, widerlich. Ja. Da kann man sich auch ruhig mal, weißt du? Hi. Die Emily ist geil auf mich, merkst du? Nee, ich glaub's auch. Da läuft was. Meinst du? Mhm. Oh, ich muss auf den Marktplatz. Warum? Das ist jetzt die Kunstausstellung von Lea. Hier ist keine Kunstausstellung.
Ja, wir haben da läufst du gerade direkt durch. Nein. Bei mir nein. ist Kunstausstellung, bei dir bei mir nicht. Ja nicht eingeladen worden. Richtig. Jules LP, du bist hier. Ja, na also. Okay, ich stell wohl besser meine Werke vor. Wünsch mir Glück. Viel Glück und viel Segen. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr zu meiner Ausstellung gekommen seid. Wie ein paar von euch wissen, bin ich in diese Stadt gekommen, um mich von der wunderschönen Gegend inspirieren zu lassen. Dieser Ort fühlt sich jetzt wirklich wie mein Zuhause an. Okay, ich möchte euch meine Skulpturen präsentieren. Ist das die nackte Frau? Nee. Dieses hier habe ich noch nicht benannt. Anfangs sollte es nur eine Übung für menschliche Anatomie sein, aber ich habe sie dann doch beendet. Ihr Ausdruck ist absichtlich etwas vage. Ist ihr etwas peinlich? Ist sie amüsiert? Hat sie Schmerzen? Das ist euch überlassen. Dieser hier heißt postdimensionaler Nullraum. Sie repräsentiert die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft. Ihre Form und Farbe erscheinen mir deutlich in eine Art Trance. Ich nenne diese hier Eierköpfe. Ich wollte eine animatronische, humanoide Statue schaffen, die mit der Fähigkeit des Beobachters spielt, einem körperlichen Gebilde eine Persönlichkeit zuzuschreiben. Die Eierköpfe, wer kennt sie nicht? Und die letzte hier heißt Holzskulptur 3, zur Würdigung meines Lieblingsmaterials, dem Holz. Nun, das waren meine Skulpturen. Oh, noch etwas. Ich würde mich gerne bei einer besonderen Person bedanken, Jules LP, also Fussel. Langweilig, alles scheiße hier. Beine zu stellen. Ich weiß, das klingt ein wenig kitschig, aber es ist wahr. Ich habe zwar nichts gemacht, aber ich bin stolz auf dich, Lea. Veranstaltungen wie diese hauchen unserer kleinen Stadt wirklich Leben ein. Halt die Fresse, Louis. Ich liebe deine Kunst, Lea. Postdimensionaler Nullraum ist mein Lieblingsstück. Alles Schleimer. Danke für diese Ausstellung. Noch jemand? Vielen Dank euch allen. Moin. Louis, halt die Fresse. Mit dir redet keiner. Fangen wir jetzt an mit der Versteigerung dieser wundervollen Kunst an. Eine fabelhafte Ergänzung für euer Zuhause. Höre ich 5.000... Für die 5.000 G, ist ja doch nichts mal ganz sauber. Jules, wenn du da Geld ausgibst, schmeiß ich die vom Hof. Für dieses Geschmierze. Ich bin doch schon wieder da. Weißt du? So, mal gleich hier die Fronten klären, weißt du? Du brauchst dich ja nur mit Lea anzufreunden, dann wirst du auch eingeladen. Ja, aber weißt du, ich bin ja eher aus der Fraktion, ist das Kunst oder kann das weg, weißt du? Wie mit Fussel will keiner. Das habe ich doch nicht gesagt, Fussel. Ich hab's auf Video. Nein. Doch. Nimm ich auf. Ich hab's nicht auf Video. Ja, du. Weil du kein Qualitätscontent mehr bringen willst, mit FatLP, so. Genau. Weil ich habe gemerkt, ich wäre einfach dem Ganzen nicht gewachsen, deswegen. Entschuldigung. Ich muss halt mal husten. Ja. Wo ist eigentlich Niklas? Ich bin echt enttäuscht. Welcher Niklas? Welcher die doofe Töle oder der Hund? Beide. Füße hoch, der Witz. Kommt der Hund liegt hier. Oh, den habe ich heute noch gar nicht getreten. Was? Meine Genugtuung für den ganzen Tag ist es. Einmal Niklas treten. So. Ich habe da auch mal wieder Wasser gegönnt. Rechne mit Blitz und Donner. Ich weiß gar nicht, streamt der selber? Warte mal, ich kann mal gucken, aber... Nö, bei mir ist Stream Kenner. Ah, 2066. Wie ist der? Ja, guck mal. Such gerade meinen Mauszeiger, da ist er. Mit Lea anfreunden. Dabei mürbe ich dir doch hier alle von der Seite an. Schon wieder wucherndes Unkraut. Was ist denn da los? Oh, ich habe eine Mahnung. An Schulterbild, vielen Dank, dass hier. Du zu meiner Ausstellung gekommen bist. Sie lief hervorragend. Ich habe fast alle meine Skulpturen verkauft und jeder war so positiv und ermutigend. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder.
Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Demetrius braucht ein gutes Exemplar eines Kugelfisches. Er arbeitet gerade an einem Experiment zu dem Toxin der Kugelfische. Oh. Belohnung. Thedodotoxin. Wie bitte? Thedodotoxin. Ja, aber das, wir haben ja kein Ding, oder? Keine Kugelfische. Ja, vielleicht haben wir ja mehr welche gehabt, aber die mussten wir ja verkaufen. Gut so. Dann nehme ich es nicht an, ne? Doch, natürlich. Wir haben noch tagelang Zeit, Jules. Und du kannst jetzt dich mal drum kümmern. Nein. Warum nicht? Nein. Dann lässt es bleiben. Nein. Weißt du, hast hier die teuerste Iridium-Angel? Ja, ich habe nur so einen alten Bambus-Flock. Und du sagst nein. Was ist denn das hier für eine Einstellung? Ich hab doch keine Iridium-Angel. Jules, wer auf irgendwelche Soirees gehen darf, ne, die ich noch nicht mal aussprechen kann, aber wir können auch zulassen. Der kann auch mit der Iridium-Angel im Wasser rumfummeln. Hast du hier schon alles im Griff? Ja, dann kann ich ja gehen. Ja, listen. Ja, hab ich. Na, die Ziege ist wieder staubtrocken. Was ist denn da? Jetzt reißt euch mal zusammen. Und ich habe gerade festgestellt, das Schwein produziert keine Milch. Was? Dabei wollte ich mir heute eine Badewanne voller Schweinemilch machen. Ach, Jules, hast du mal geschaut, ob du den wilden Köder machen kannst? Oh ja, das stimmt, das war ja ein Kommentar tatsächlich. Guck mal, wie er seine Kommentare wieder ernst nimmt, weißt du? Ja. Wilder Köder. Ich weiß nicht. Garten-Ideen, vielen Dank für dein Abo. Wow. Das ist ja mein Gyros fast bezahlt. Sollten wir vielleicht Abozahlen in Gyros umrechnen? Das ist eigentlich ja. Ich habe 98. Abos? Das könnten schon ein paar Gyros sein, oder? Nein. Weißt du, Jules, das Schlimme ist ja, dass von den 98 Leuten, die dich da abonniert, oder dir ja doch in dem Fall ja abonniert haben, ja keiner Geld zahlt, weißt du? Ja, das ist scheiße. Mach ich dir. Das ist ja auf Twitch anders, weil jeder, der hier abonniert, ist so ein super Typ oder Typin. Weil die geben ja Geld dafür aus, weißt du? Also wilder Köder habe ich nicht. So. Geerntet habe ich. Warte mal, bis ich ja mal irgendwann stream. Dann geht's rund. Ja. Dann musst du dich mit Linus anfreunden, dann bekommst du das Rezept dafür. Ich bin aber eigentlich ein Eigenbrötler. Freunde dich jetzt mit Linus an. Der ist nett. Riecht ein bisschen pekig, aber ist nett. Meinst du? Ja. Ich rede ja mit Linus, weißt du? Ich bin da ja nicht so. Schleimer. Nee. Wie weit ist noch eigentlich unsere Mühle? Die wird jetzt nicht arbeiten, weil es regnet wahrscheinlich, oder? Die ist doch schon am Hämmern. Hörst du die denn nicht? Sehr gut, Penny. Damit kann man zwei Fische auf einmal angeln. Robin. Das ist auch der Grund, warum ich mich mit Linus anfreunde. Wenn du den nämlich dann an die Angel hängst und ins Wasser hältst, dann kannst du dann mit dem nämlich zwei dicke Haie fischen. Weißt du? Gut, so. Einmal nur, weil dann ist er angeknabbert. Aber das geht. Also du willst jetzt Linus ins Wasser hängen? Ja, klar. Damit da zwei Haie dranhängen. Der hat ja schließlich... Also bis zu vier, fünf Haie geht, habe ich gehört. Zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf. Weißt du, dann kannst du da fünf Haie gleichzeitig aus dem Wasser ziehen. Das wäre... Verrückt. Cool wäre das. Mehr jetzt noch Kugelfische? Ah, er hat schon wieder ein Schwimmbad gepinkelt. Ich hab's doch gewusst. Linus? Die Sau. Und gefurzt hat er. Herstellung. Köder mal 5. Wilder Köder. Könnte ich herstellen. Soll ich welche herstellen, Jules? Ich kann das, ja, weil ich ja mit dem Dingens hier schon, ne? Ich bin da ja nicht so wie du. 10 Fasern, 5 Käferschleim und 5 Fleisch. Nee, andersrum. Käferfleisch und 5 Schleim. Dann kann ich dir 5 Köder herstellen. Soll ich dir welche herstellen, Jules? Guck mal.
Tu dies einmal. So. Paar Fasern habe ich, reichen 5 als Anfang, ja, ne? Das sind halt 5 mal rausziehen sozusagen. Ja, das, also das ist ein schöner Abend, oder? Ja, also wollen wir heute Abend Fisch essen, Puzzle. Was? Ne, ich meinte rausziehen, aber naja. Achso. Ach, 10 mal Fasern. Machen wir den Käferfleisch? Ja. Die Höhle wahrscheinlich, ja. Die schmeißen dir in die Angel, ne? Nee, doch, nee, doch. Nee. Jules, warum ist denn dieses Angelding voll? Weil wir ja nichts verkaufen. Das stimmt doch gar nicht, wir haben so viel verkauft. So, Fussel, ich mach jetzt mal Pingelpause. Schon wieder? Was heißt denn schon wieder? Ich habe jetzt schon 1,5 Liter gesucht, seitdem wir angefangen haben. Warum machst du denn das? Weil ich's kann. Ping ist wichtig, weißt du doch. Deine Mutter ist wichtig. Ja, die auch. So, ich leg dir das da rein, ja? Ich leg mich einfach ins Bett und komm gleich wieder. Mach das. Schönes Wochenende. Schön, dass Ciao. Du da warst. Ja, super. Schön, dass du wieder gehst. So ist das. Weißt du, jetzt muss ich hier wieder alles alleine machen. Haben wir uns schon um die Tiere gekümmert? Ich weiß das doch nicht. Haben wir uns schon um die Tiere gekümmert? Sieht gut aus. Ja. Habe ich das nicht sogar gemacht? Du Kasper. Wann ist denn das Schwein hier fett? Dauert noch ein bisschen. Ist noch ein Baby. Brauchen wir eigentlich noch Tiere? Ich habe mich um die Kühe und Schweine und Ziegen gekümmert. Ja, ich frage ja nur. Ich würde dich ja auch direkt fragen, aber du bist ja wie immer nicht da. So. Bei den Schweinen geht das ewig. Schlimm, oder? Naja, gut. So. Dann schauen wir mal, was wir noch tun können. Ist denn hier was am Schwattenbrett? Ich hätte gerne einen Hecht. Kann mir mal einer sagen, warum der Jules nicht angelt? Wir haben den Geburtstag vergessen. Hoffentlich vergessen wir den von Gast nicht. Aua. So, jetzt habe ich mal erst ein schönes altes Baguette aus dem Müll gefischt. Lecker, lecker, lecker. Dann gucken wir mal bei denen hier in der Mülltonne. Super. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal eben schon mal am Strand gucken. Hier sind immer noch die Strandtücher, die werden aber auch nicht weggeweht. Also die sind sehr stabil. Habt ihr schon Orangen? Ich glaube nicht. Ich meine, wir hätten aber einen Orangenbaum gepflanzt. Ich weiß aber nicht, wann Orangen dran ist. Weil das ja im ersten Jahr immer so schlecht ist. Und dann hast du erst im Herbst zweiten Jahres, kommst du erst weiter, ne? Das ist ja... Gus liebt Orangen. Aber der muss auch noch mehr lieben. Ich bin mir sicher, dass auf unserer Liste, die ich da mal angefertigt habe, noch von Gus eine Menge drauf ist. Ich bin mir sicher, Gus will noch mehr. Ich kann ja mal in die Liste gucken, ne? So, was haben wir denn? Aquatische Forschung. Bring Demetrus einen Kugelfisch. Ich kann ja mal ganz kurz... warte mal, das ist jetzt immer kompliziert, weil ich ja nicht so viel auf dem Hauptmonitor aufhabe. Dann kann ich den nicht in Task schicken. Stardew Valley. Gegenstände. Muss ich erstmal gucken, dass ihr auch wieder ein Bild habt. Ihr habt noch ein Bild, ne? Ja. Wo sind sie denn? Straußenfarn, Trüffel, Mohn, dreimal Apfel, Hasenpfote. Rotkohl, Sonnenblume, Granatapfel. Gas, sagst du, ja? Steuerung F. Geht das? Guss. Nicht Gua, Guss. Diamant. Orange.
Na toll, die besten sind Diamant und Orange. Super. Da bin ich ja froh, dass der nicht so gierig ist, weißt du? Aber einen Orangenbaum hatten wir doch, oder? Weiß das doch nicht mehr. Melonen. Mais, Rotkohl. Kirschen, Aprikosen, Orange. 4000. Wächst in 28 Tagen zu einem heran. Trägt im Sommer Früchte. Komm, ich entscheide das einfach. Weißt du, der Jules ist eh nicht da, dann kann er auch nicht meckern. Schneckengericht? Wie Schneckengericht? Also ich habe immer nur die besten Sachen aufgeschrieben. Nicht die, die so gut sind, sondern nur die besten. Sonst wird die Liste so lang und da muss ich so viel arbeiten, weißt du? Eins, zwei, drei, vier. Sollen wir den hier mal hinsetzen? Das müsste eigentlich passen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Wenn wir hier einen Orangenbaum hinsetzen. Gut, setzen wir ihn da hin. Ich weiß halt nicht, ob wir hier schon einen Orangenbaum haben und ob die wachsen. Das weiß ich nicht, aber... Im Zweifel haben wir zwei und da kann man ja immer, weißt du, das ist ja ein Orangen, ist ja auch nicht so schlecht. Kriegen wir ein bisschen Vitamin C, kein Skorbut. Holen wir uns mal ein bisschen Holz. Können wir auch mal gleich brauchen, ne? So. Aber was will man auch sonst machen, weißt du? Es ist ja nicht so, als wenn wir nicht ein paar Eimer Holz hätten, aber die können wir dann im Zweifel verkaufen, ne? Oder wir basteln da was Schönes raus. Ging ja auch, weißt du? So, wenn jetzt einer sagt, du kannst doch nicht den ganzen Wald roden, doch, wir haben einen Borkenkäferbefall, weißt du, den müssen wir... Und Borkenkäfer ist ein ganz ernsthaftes Ding. Das sag ich dir. Widerlicher kleiner Käfer ist das. Wobei, da ist jetzt ein Foto prämiert worden, das habe ich heute gelesen. Das war so widerlich, das hat so viel Unbehagen bei mir ausgelöst. Und zwar hat da ein Fotograf in Ecuador sich gewundert, warum er so viele kleine Spinnen bei sich in der Wohnung hatte. Ne, über Nacht waren die plötzlich da und dann hat er nach dem Kokon gesucht und hat eine Pseudonomia, also hier diese Bananenspinne, unterm Bett gefunden, die ja hochgiftig ist, ne? Die gerade ihre Brut sozusagen freigelassen hat. Und das hat er so gut fotografiert, dass das Viech gigantisch groß aussieht. Und überall diese Babys drumherum. Alles schwarz, ne? Voll Baby-Giftspinnen. Naja.
Alter, als ich das Bild gesehen habe, ich hatte sofort so einen richtigen Schauder um den Rücken. Ja, Spinnen ist auch. Ich lasse sie leben, ne? Ich tue denen nichts. Aber. Also außer sie tun mir was, im Sinne von, sie sind anwesend. Aber nee, grundsätzlich mache ich nichts Böses, weißt du? Mit Spinnen.